dass ihr wieder dabei seid und zuschaut. Ich möchte heute über ein Thema sprechen, das mir in letzter Zeit immer wieder bewusst wird und immer wieder auftaucht. Und zwar geht es darum, dass viele Eltern immer wieder ankommen und fragen, wo sie sich denn die Hochsensibilität ihres Kindes diagnostizieren lassen können. Wie läuft das ab? Müssen sie zum Arzt? Müssen sie zum Psychologen? Wo können sie sich denn das attestieren lassen? Und ja, das macht mich stutzig und auch ein bisschen traurig, weil es mir bewusst macht, dass die Hochsensibilität in den Köpfen vieler Menschen oder im Bewusstsein vieler Menschen immer noch als Krankheit angesehen wird. Und da muss ich ganz klar sagen, das ist es nicht. Also Hochsensibilität ist weder eine Krankheit noch ein psychisches Problem, noch ein Makel oder eine Schwäche oder sonstiges. Es ist ein Wesenszug, eine Charaktereigenschaft, die man hat oder eben nicht. 15-20% aller Menschen haben diese Eigenschaften. Ja, und ja, wir sind nun mal in der Minderheit. Wir leben in einer Gesellschaft, in der die Mehrheit regiert und in der Minderheiten oft schwierig sind, ja, oder schwierig angesehen werden, die vielleicht manchmal auch Angst machen oder einfach nicht verstanden werden. Aber das heißt nicht, dass mit uns irgendwas nicht stimmt oder mit den Kindern auch irgendwas nicht stimmt, sondern das heißt einfach, dass wir ein bisschen anders sind und die Welt anders wahrnehmen und in manchen Situationen vielleicht auch anders reagieren. Ich weiß, dass das Leben mit einem hochsensiblen Kind sehr schwierig sein kann. Es gibt wirklich Situationen, die bringen uns an unsere Grenzen. Da wissen wir nicht, wie wir darauf reagieren sollen. Die sind einfach schwierig durchzustehen. Und ich sage auch nicht, dass ihr euch keine Hilfe holen dürft, ja, oder sollt. Es gibt wunderbare Hilfen, die man da in Anspruch nehmen kann. Es gibt Familienberatungsstellen, es gibt eine tolle Möglichkeit in der Ergotherapie oder psychotherapeutische Unterstützung. Aber da sollte es definitiv nicht darum gehen, das Kind irgendwie zu verändern oder irgendwas wegzutherapieren, sondern es sollte darum gehen, dem Kind und auch euch als Eltern Hilfestellung an die Hand zu geben, eben mit diesem Wesenszug besser umgehen zu können, zu verstehen, wie diese Kinder die Welt wahrnehmen und wie man dann damit umgehen kann, ja, wie die Kinder, wie man die Kinder stärken kann, selbst damit klarzukommen, gerade in dieser lauten, schnellen Gesellschaft und in oft schwierigen Lebensumständen, für sie schwierige Lebensumstände, ne? Wie können sie damit besser leben und damit besser drauf eingehen und ja, mit diesem Wesenszug einfach klarkommen? Oder wie könnt ihr eure Kinder unterstützen, indem ihr ihnen Ruhepausen gönnt und das Leben vielleicht etwas entschleunigt etc. Also es gibt dann ganz wundervolle Methoden, die man da einsetzen kann. Und das sollte die Hilfe sein, die ihr bekommt. Und nicht irgendwie eine Diagnose und irgendwas, wie ihr das Kind verändern sollt oder gar Tabletten, die es kriegen sollte. Ja. Also es ist ja so, dass auch hochsensible Kinder oft mit falschen Diagnosen belegt werden, so wie ADHS ist eine ganz typische Diagnose, die hochsensible Kinder oft angedichtet bekommen, oder eben auch Autismus ist oft was, wo es heißt, das könnte ein autistisches Kind sein. Gerade über ADHS habe ich letztens einen interessanten Blog geschrieben, den ihr vielleicht auch auf meiner Webseite mal lesen könnt. Es gibt einige Ähnlichkeiten, aber es gibt auch ganz, ganz gravierende Unterschiede. Ja? Es ist auch interessant, darüber mal ein bisschen Bescheid zu wissen. Und es ist nun mal so, dass wir die Minderheit sind oder hochsensible Kinder die Minderheit, dann ist es noch so, dass viele über Hochsensibilität gar nicht Bescheid wissen, dass es immer noch
nicht im Bewusstsein der Menschen angekommen ist und viele gar nicht wissen, was das ist. Und dann wird eben ganz schnell auch das Problem beim Kind gesucht, wenn es nicht in das System passt. Also gerade im Kindergarten und vor allen Dingen in der Schule gibt es dann doch oft massive Probleme. Das hat aber für mich nicht unbedingt mit dem Kind zu tun, sondern einfach mit den Umständen, die für das Kind nicht passen. Ja, und es ist nun mal so, dass viele Erzieher oder auch Lehrer dann überfordert sind und dann das Problem beim Kind suchen und nicht hinterfragen, warum ist das Kind jetzt so, was ist der Hintergrund und wie könnte ich das Kind denn unterstützen, um es ihm leichter zu machen. Nein, es wird das Kind zum Problem gemacht, es wird als Problemkind abgeschrieben oder ihm werden psychische Probleme oder Krankheiten unterstellt. Und ich möchte einfach bewusst machen, dass das nicht so ist. Hochsensible Kinder, wie gesagt, haben öfters auch mal Probleme in der Schule, aber das liegt nicht am Kind selbst, sondern an Umständen dort, mit denen die Kinder vielleicht nicht klarkommen. Das sind die großen Klassen, die Lautstärke, das Tempo, der Lernstoff an sich. Es sind viele Faktoren, die da für ein Kind sehr, sehr schwierig sein können. Und dann gilt es nicht, das Kind zu verändern, sondern wenn dann zu stärken. Und vielleicht auch die Umstände für das Kind passend zu machen, soweit wie es eben geht. Ja. Wie gesagt, versucht nicht, euch einreden zu lassen, dass mit eurem Kind irgendwas nicht stimmt oder dass es krank ist. Ja. Es ist nun mal so, dass diese Gesellschaft die Mehrheit regiert und Minderheiten oft zu kurz kommen. Ja. Aber deswegen stärkt euer Kind, macht es selbstbewusst und eben nehmt es an, so wie es ist und so kann es dann auch gestärkt in die Welt rausgehen und in dieser Welt bestehen. Ja. Lasst es euch nicht einreden, euer Kind ist nicht krank. Das ist mir ganz, ganz wichtig, da einfach nochmal drüber gesprochen zu haben, damit ihr achtsam damit seid und auch ihr gestärkt sein könnt, euer Kind zu unterstützen. Das war einfach meine Message, die ich heute loswerden wollte. Ich hoffe, ihr konntet damit was anfangen und ich freue mich sehr, wenn wir uns dann demnächst wiedersehen und ich freue mich auch über Feedback, das ihr mir gebt. Ja. Ich wünsche euch bis dahin alles Gute. Macht's gut, meine Lieben. Ciao.